In Wien begrüße ich jetzt Professor Dr. Walter Feichtinger, Sicherheitsexperte am Center für strategische Analysen. Guten Abend. Schönen guten Abend aus Wien. Der russische Angriff auf die Ukraine hält seit 2 Wochen an. Wie lange, glauben Sie, kann die ukrainische Armee ohne militärische Unterstützung von außen der russischen Armee noch standhalten? Ich gehe davon aus, dass das nicht Tage sind, sondern Wochen oder vielleicht sogar Monate, weil das bisherige Verhalten gezeigt hat, dass die Ukraine auf der einen Seite relativ gut auf diesen Angriff vorbereitet war und dass sie andererseits einen unglaublichen Kampfwillen haben, um hier diesem russischen Angriff zu widerstehen. Das wundert mich auch nicht. Ich hatte selber die Gelegenheit, hier gerade an der Kontaktlinie meine persönlichen Eindrücke zu sammeln. Und ich hatte schon den Eindruck, dass hier absolute Profis am Werk sind und jetzt noch mit Waffenunterstützung noch stärker sein werden. Sie haben ja selber beim österreichischen Bundesheer Erfahrungen gemacht. Sie sind ein Militärexperte. Wenn Sie eben den ukrainischen Präsidenten gehört haben, wie realistisch ist das, was er gesagt hat? Ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, dass er sich gerade einen sicheren Luftraum wünscht, weil die Bedrohung aus der Luft für die ukrainische Bevölkerung, aber auch für das Militär am größten ist. Es ist leider auch absolut unrealistisch und das wird sowohl von amerikanischer wie auch von NATO-Seite immer wieder betont, weil jede Einmischung, wenn man so eine Flugverbotszone machen würde, wäre natürlich eine Internationalisierung und die NATO und der Westen würde in diesen Krieg hineingezogen werden. Daher ist das ein gewisses strategisches Dilemma, würde ich sagen, für den Westen. Aber es ist nicht zu erwarten, dass man von der Position derzeit abgeht. Bleibt daher nur über, dass man Waffen ins Land bringt, dass man vielleicht auch im Aufklärungsbereich unterstützt, dass man vielleicht sogar im Führungsbereich unterstützt, im Planungsbereich. Aber eine aktive Anteilnahme, ein aktives Eingreifen ist nicht zu erwarten. Als eine Art technische Form der Kriegsführung werden ja Cyberattacken gesehen. Russlands Medien- und Internetseiten der Regierung wurden von jener Kriegsführung an dem Ukraine-Konflikt nicht verschont. Die deutsche Bundesinnenministerin Faeser, die befürchtet, dass auch Deutschland ins Visier von Hackern geraten könnte, Österreich natürlich auch, und die Gefahr sei ernst zu nehmen. Wie schätzen Sie das ein? Das halte ich für absolut realistisch, weil Präsident Putin ja bereits gesagt hat, dass er die Sanktionen gewissermaßen als Kriegserklärung des Westens an Russland sieht. Daher, wenn man das so sieht, dann wird man natürlich auch sich nicht zurückhalten. Und gerade Cyberattacken sind ja ein äußerst probates Mittel, das in der Vergangenheit schon oft ausprobiert wurde und gerade in so einer Situation auch unerkannt eingesetzt werden kann. In Deutschland gibt es Überlegungen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Und ich sag mal, angesichts des heutigen Weltfrauentags, welcher unter anderem ja für die Gleichberechtigung der Geschlechter steht, wäre es Ihrer Meinung nach denkbar, dass auch Frauen in die Wehrpflicht mit einbezogen würden? Wir hatten ja in Österreich eine intensive Debatte, ob die Wehrpflicht beibehalten werden soll. Und da kam auch der Gedanke auf, eigentlich eine Dienstpflicht daraus zu machen, weil ja der Dienst an der Gesellschaft insgesamt, von der Verteidigung bis zur Sozialhilfe als Gesamtes zu betrachten ist, wenn man von einer umfassenden Sicherheit spricht. Daher hielt ich es eigentlich für logisch, dass man hier über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht unabhängig vom Geschlecht debattiert. Professor Feichtinger, vielen Dank bis hierher. Wir sprechen uns gleich wieder, aber wir wollen gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt ein Statement des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg hören. Es ist ein großartiges Zeichen der Solidarität, dass wir hier heute zusammenstehen angesichts eines sehr entscheidenden Moments für unsere Sicherheitslage, angesichts der brutalen Invasion Russlands in einem friedfertigen Land in Europa, in der Ukraine. Putins Krieg gegen die Ukraine hat den europäischen Frieden und die Ordnung in Europa erschüttert und es fordert einen sehr hohen Zoll von der ukrainischen Bevölkerung, aber Putin hat die Ukraine und die Stärke und Einheit der NATO schwer unterschätzt und auch unsere Freundschaft, unsere Partnerschaften weltweit. Wir haben nie dagewesene Kosten für Russland verursacht, unsere Unterstützung für die Ukraine verstärkt.
und der Ukraine geholfen, ihr Recht auf Selbstverteidigung besser durchsetzen zu können. Und wir haben die kollektiven Verteidigungskräfte der NATO unglaublich verstärkt mit tausenden neuen Truppenangehörigen an der Ostflanke unseres Bündnisses, speziell hier in Lettland. Dazu gehören Streitkräfte aus Kanada, Spanien und den Vereinigten Staaten. Hunderte neue Militärangehörige hier vor Ort an der lettischen Basis. Justin und Pedro, vielen Dank für die führende Rolle, die Sie dabei spielen und Ihren Beitrag zu unserer gemeinsamen Sicherheit. Kanada hat die Führung übernommen bei der multinationalen Gefechtstruppe der NATO. Und das war auch eine machtvolle Demonstration ihrer Verpflichtung gegenüber der transatlantischen Sicherheit. Spanien spielt hier eine beispielhafte Rolle durch Beiträge auch von Kampfmitteln, Fahrzeugen, Schiffen. Und es ist hier in Europa eine ehrenvolle Begegnung, dass wir hier von beiden Seiten des Atlantik zusammenkommen an diesem Ort im Geiste unseres Bündnisses, einer für alle, alle für einen. Die NATO ist eine Allianz, ein Bündnis der Verteidigung. Wir suchen den Konflikt mit Russland nicht. Am Ende ist es unsere Verantwortung, die 1 Milliarde Menschen in unseren Ländern in Sicherheit zu wahren. Und das heißt, wir müssen alles erdenklich Mögliche tun, um zu verhindern, dass der Konflikt sich aus der Ukraine heraus weiter ausbreitet. Und deswegen senden wir immer wieder diese unmissverständliche Botschaft der Solidarität und Einheit. Wir sind dem Artikel 5, dem Bündnisfall, unverbrüchlich verpflichtet. Wir werden all unsere Bündnispartner kompromisslos verteidigen. Justin und Pedro, dies ist ein gefährlicher, ein riskanter Moment für unsere Einheit und Sicherheit, aber wir stehen hier geeint, Europa und Nordamerika geeint in der NATO. Wir haben in einer Zeremonie bekräftigt, dass wir die Partnerschaft zwischen Kanada und den baltischen Staaten gerade in diesen unsicheren Zeiten verstärken müssen. Ich habe also Gelegenheit gehabt, verschiedene Mitglieder der kanadischen Streitkräfte und der anderen NATO-Staaten zu treffen. Ich danke Ihnen persönlich für die bemerkenswerte Arbeit und die Professionalität. Kanada hat letzten Monat mitgeteilt, dass bis zu 460 kanadische Soldaten weiter für die Operation Reassurance der NATO bereitgestellt werden. Also noch mehr Soldaten hier in Lettland, außerdem eine weitere Fregatte und Flugzeuge aus Kanada. Mehr als 500 Kanadier sind jetzt hier in Lettland stationiert und wahrscheinlich werden noch 130 weitere in den nächsten Wochen hinzukommen. Ich kann außerdem mitteilen, dass wir frühzeitig über mehrere Jahre hinweg unsere Verpflichtung bekräftigen werden, uns für die NATO in Mitteleuropa einzusetzen. Die derzeitige Mission sollte nächstes Jahr auslaufen. Wir haben jetzt vor dem Ablauf der Frist beschlossen, diese Mission fortzusetzen. Das ist also unser Beitrag zu den Sicherungsmaßnahmen der NATO. Wir verteidigen nicht nur Lettland oder Osteuropa, wir verteidigen alle NATO-Verbündeten, darunter auch Kanada selbst. Wir treten ein für unsere Freiheit, unsere Sicherheit. Deshalb ist diese Arbeit so wichtig, gerade auch angesichts der anhaltenden russischen Aggression. Ich kann heute also mitteilen, dass Kanada die Operation Reassurance für mehrere Jahre verlängern wird an der Ostflanke der NATO. Wir verteidigen die Demokratie in Europa und überall auf der Welt durch derartige Maßnahmen. Morgen werde ich in Berlin sein. Dort werde ich Bundeskanzler Scholz treffen. Und ich danke noch einmal unseren Streitkräften, dass sie uns heute hier willkommen geheißen haben. Wir sind hier als NATO-Bündnispartner geeint angesichts der Aggression Putins. Und ich möchte noch einmal betonen, dass unsere Verpflichtung in allererster Linie dem Frieden gilt. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, wie der Generalsekretär bereits gesagt hat. Und all unsere Aktivitäten bisher richten sich darauf,
Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die spanischen Truppenangehörigen bilden hier an der lettischen Basis das zweitgrößte Kontingent. Auch das ist Ausdruck unserer gemeinsamen Einsatzbereitschaft und Solidarität. Wir haben über 400 Truppenangehörige hier noch weiter verlegt und sind auch bereit, weiterhin an einer gemeinsamen Reaktion mitzuarbeiten und auch die Ukraine gemeinsam zu unterstützen. Dazu gehört sowohl militärische Ausrüstung als auch humanitäre Hilfe. Diese furchtbare humanitäre Krise, die durch den Schrecken des Krieges hier ausgelöst wurde, betrifft bereits über 1 Million Menschen in der Ukraine. Wir unterstützen die ukrainische Regierung und das ukrainische Volk dabei, diesen ungerechtfertigten Angriff Putins auszuhalten und ihm auch etwas entgegenzusetzen. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu unserem Gespräch mit Professor Feichtinger in Wien. Wenn Sie als Militärexperte und als Mann, der es ja selber im österreichischen Bundesheer erfahren hat, jetzt diese Weltpolitiker hören, welchen Ratschlag würden Sie ihnen geben? Da bin ich äußerst vorsichtig mit Ratschlägen, das ist vollkommen klar, weil sehr wichtig ist schon auch Primat der Politik. Allerdings, natürlich, wenn man hier von Ratschlägen oder Überlegungen redet, dann geht es darum, hier einmal die Situation genau zu beurteilen. Wie kann man der Ukraine am besten helfen und wie kann man ihren Widerstandswillen auch entsprechend unterstützen? Und hier ist ja einiges auf den Weg gekommen. Erinnern wir uns an die vielen Zusagen von Waffenlieferungen, insbesondere Flieger- und Panzerabwehrwaffen. Und das hat schon auch eine moralische Wirkung bei den eingesetzten Kräften. Und mit jedem Tag, wo das funktioniert, wird vermutlich der Abwehrwille stärker. Aber Ihre Position ist ja spannend. Ich meine, Österreich ist Mitglied der Europäischen Union, aber nicht der NATO. Österreich ist ein neutrales Land und aus dieser Position heraus sind Sie anders betroffen und können möglicherweise auch anders argumentieren. Das sehe ich eigentlich nicht ganz so, weil wir sind ein Vollmitglied der Europäischen Union und daher tragen wir alle diese Resolutionen entsprechend mit und auch die Sanktionen. Und das war völlig außer Debatte hier in Österreich. Das wird von allen politischen Parteien mitgetragen. In puncto NATO schaut es natürlich anders aus. Wir sind kein NATO-Mitglied, wir sind nur in der Partnerschaft für den Frieden. Und wir haben auch eine gewisse Distanz dazu. Allerdings wird in Österreich schon auch immer wieder betont, wir haben eine militärische Neutralität, aber keinesfalls eine politische oder eine Wertneutralität. Daher ist die Position hier vollkommen klar. Nachdem die NATO ja auch nicht agiert, ist auch von Österreich nichts zu erwarten. Wenn wir jetzt noch einmal auf Deutschland schauen. Die deutsche Bundesregierung hat eine Finanzspritze von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angesetzt. Die Verteidigungsministerin Lamprecht, sie plant das Geld für Ausrüstung, Funkgeräte, Schutzwesten, möglicherweise eine Nachfolge für den Tornado-Jet oder Hubschrauber zu stecken. Wie beurteilen Sie diese Verteilung? Würden Sie das viele Geld auch so investieren? Das ist für mich noch viel zu unklar, wo das Geld wirklich hingeht, weil ganz wichtig ist immer, dass man einen Top-Down-Ansatz hat, also worum geht es, welches Ziel will man erreichen und welche Pläne braucht man dafür. Eine Investition macht nur dann Sinn, wenn man ganz genau weiß, wofür man etwas investiert und hier kann man dann einen Prioritätenkatalog machen. Ich verstehe natürlich die Situation in Deutschland, wo insbesondere nach dem jahrelangen Einsatz in Afghanistan sehr viel Geräte auch verbraucht wurde und wo man hier sicher viel nachzubessern hat. Auf Österreich umgelegt, wir waren zwar auch in Afghanistan, aber nicht so intensiv. Allerdings hatten wir über viele Jahre ein sehr unterdotiertes Verteidigungsbudget. Daher entsteht unser Bedarf aus dieser Situation heraus. Aber das Verteidigungsbudget war ja auch in Deutschland gemessen an anderen Ländern der Welt eher niedriger. Und es gibt ja böse Zungen, die sagen, naja, die Bundeswehr in Deutschland ist in einem so schlechten Zustand, bevor man da jetzt über neue Flugzeuge und Hubschrauber nachdenkt, brauchen die erst einmal Handschuhe und Hosen. Selbstverständlich. Es beginnt immer mit der Mannesausrüstung, weil wenn ein Soldat nicht ordentlich geschützt ist, dann ist er auch nicht bereit zu kämpfen. Daher verstehe ich diese Forderung. Aber noch einmal zurück, ein Gesamtkonzept braucht man, wo es Prioritäten gibt und dann kann man entsprechend einsetzen. Das deutsche Verteidigungsbudget wurde von amerikanischer Seite immerhin sehr kritisiert, weil es noch nicht bei diesen 2% des BIP ist, das hier als Messlatte für die NATO festgelegt wurde.
Aber offensichtlich scheint sich hier einiges zu ändern. Professor Walter Feichtinger, vielen Dank nach Wien. Sehr gerne.